Ich freue mich, hier auf den Grazer Linux-Tagen einen Vortrag halten zu können. Das war mir die letzten Jahre leider verwehrt, weil es einfach zu weit weg war für mich. Aber Corona sei Dank geht das jetzt. Auf der anderen Seite, ich wäre ja lieber runtergefahren und mal live dort gewesen. Vielleicht wird es nächstes Jahr was. Bin da zuversichtlich. Ich möchte heute euch e-Groupware vorstellen, im Allgemeinen, aber eben insbesondere auch, was uns erwartet mit der nächsten Version, die wir in den nächsten Wochen veröffentlichen werden. Das ist die Version 21.1. Diese Folien, die ich erstmal vorbereitet habe, die werde ich auch noch ins Retalks hochladen. Bei uns im Forum habe ich die auch oben angepinnt. Die kann man also, wenn man dann will, auch gleich nach dem Vortrag durchaus durchgehen, weil da sind eine ganze Menge Links drin zu diversen anderen Stellen, wo es Informationen, Videos und so weiter gibt. Dinge, die ich einfach so in den 40 Minuten nicht darstellen kann. Wenn Fragen sind hier, werden wir die danach natürlich besprechen können, soweit ich das dann auch kann. Ansonsten gehe ich normalerweise hin und bereite die Fragen noch ein bisschen auf und stelle die bei uns im Forum und in den Folien nochmal, ich sag mal, aufbereitet zur Verfügung mit mehr Informationen, Screenshots und so weiter. Wollen wir mal schauen, was da so an Fragen kommt. Ja. Da geht's weiter. Also, mein Name ist Stefan. Ich mache gut über 20 Jahre IT in einem Industrieunternehmen und bin da irgendwann auch mal über e-Groupware gestolpert, erst privat und bei meinem Arbeitgeber benutzen wir das dann mittlerweile seit 2010, also gut über ein Jahr, über 10 Jahre nutzen wir das dort jetzt in einem Industrieunternehmen. Ich habe jahrelang mich viel damit beschäftigt, Support auch in den Foren geleistet und so weiter. Und da kam das dann irgendwann, dass ich halt 2017 für e-Groupware den Community Manager mache. Das heißt also, ich kümmere mich ums Forum, ich kümmere mich um die Community, um Vorträge, so wie ich es hier jetzt halte. Ja. Zweites Bein bei mir ist, ich bin LibreOffice-Anwender durch und durch und engagiere mich auch ein bisschen in der deutschen LibreOffice-Community, halte Vorträge oder betreue einen Stand mit. Ja. Zu e-Groupware selber, da steht eine Firma hinter, das ist die e-Groupware GmbH, sitzt in Deutschland. Da will ich jetzt eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Fakt ist, es gibt eine Firma, es gibt ein kommerzielles Angebot, es gibt Support, es gibt ein Hosting, da gibt es Organisationsberatung, Sonderprogrammierung. Also bei dieser Open Source Groupware-Lösung steckt eine Firma hinter, wenn man denn Support braucht und nicht alles selber machen kann. Wir haben vor kurzem uns entschieden, ein neues Logo zu gestalten. Bei mir hinten auf dem Plakat sieht man noch das alte. Vielleicht kennt das noch jemand. Es sieht jetzt neu aus. Wir haben auch einen neuen Spruch: Smart Online Office. Smart, weil wir in e-Groupware, ich sag mal, das Wichtigste ist dort, Informationen zu verknüpfen. Und das möglichst intelligent. Und das Ganze ist eine Online-Anwendung, somit auf jeder Plattform, auf jedem Endgerät nutzbar. Und unser Ziel ist, ein möglichst komplettes Büro im Webbrowser anzubieten, mit den Funktionen und mit den Integrationen, die wir bieten. Die Themen für heute für den Vortrag sind: Ich werde kurz etwas über e-Groupware selber erzählen, weil ich ja nun mal auch auf den Grazer Linux-Tagen nun mal das zum ersten Mal vorstelle. Dann noch ein paar Neuerungen aus der 20.1, das heißt die Vorversion, weil nach einem Release in der Folgezeit, in den Monaten, bauen wir immer wieder neue Funktionen, Einstellungen und so weiter ein. Und die will ich eben noch mal Revue passieren lassen. Und dann schauen wir uns mal an, was in der kommenden 21.1 denn so geplant ist. Eine ganze Menge Hinweise gibt es in den Folien zu Vorträgen, Infos und so weiter. Da könnt ihr dann noch das weiter vertiefen und zu guter Letzt noch Fragen. Ich denke, wir werden keine Zeit haben, irgendwas uns live anzuschauen. Ich habe zwar was vorbereitet, aber ich glaube, das werden wir zeitlich nicht schaffen.
Also eGroupware ist eine Webanwendung, mal als allererstes. Das ist eine Standard-Groupware, da finden wir also Module wie E-Mail, Kalender und so weiter, aber eben auch mehr als eine Groupware, weil da eine ganze Menge Funktionalitäten drin sind, die nicht klassisch in einer Groupware drin sind. Ich kann es als Plattform nutzen für meine eigenen Anwendungen. Ich kann auf Basis von eGroupware eigene Anwendungen programmieren. Das tun einige, weil sie bei sich irgendwie für ihren Business zum Beispiel keine Branchensoftware finden oder die nicht geeignet ist, unflexibel oder teuer. Da schreiben einfach Leute auf Basis eGroupware ihre eigenen Anwendungen. Ich sag mal, es gibt da eine ganze Menge. Es gibt die Benutzerverwaltung, Dokumentenerstellung. Das sind alle Sachen, die kann ich einfach mitnutzen. Einen grundsätzlichen Überblick über eGroupware selber habe ich einen Flyer bereitgestellt, einen Community-Flyer. Der ist zwar im Moment noch in der Überarbeitung, aber der aktuelle gibt auch mal einen schönen Überblick über eGroupware insgesamt. Dazu gibt es auch von den letzten TUX-Tagen zwei Vorträge, die eGroupware auch mal aus Sicht des Anwenders, aber auch aus Sicht des Admins darstellen. Ich denke, das ist ein ganz guter Einstieg, wenn man mehr über eGroupware wissen will. Es sind zwei Videos, zweimal eine Stunde, wie gesagt, beide Perspektiven. Für den ersten Einstieg ist das sehr empfehlenswert. eGroupware selber ist eigentlich schon eine ziemlich alte Geschichte. Der erste Commit als eGroupware, der war letztes Jahr im Herbst vor 20 Jahren. Seitdem wird eGroupware entwickelt, war damals schon ein Fork von einer anderen PHP-basierten Groupware-Lösung. Und so hat sich in den 20 Jahren die Entwicklung immer daran orientiert, was eben die Anwender haben wollten. Früher gab es noch eine etwas größere Community, die selber Anwendungen integriert und programmiert haben. Die haben ihre Sachen einprogrammiert und irgendwann verlagerte sich das immer mehr in einer unternehmensbasierten Lösung oder Entwicklung. Und ich sag mal, im Vordergrund stehen aber immer Anwender- und Kundenanforderungen. Es gibt, wie gesagt, mich als Community Manager und ich vertrete halt die Interessen der Community in der eGroupware GmbH und leite dort Verbesserungsvorschläge, Wünsche weiter, diskutiere Sachen, Bugs gebe ich weiter. Wir haben also ein Ohr für die Community. eGroupware selber ist als Open Source unter der GPL veröffentlicht. Wir hosten den Source Code auf GitHub und zwar immer aktuell. Und da lässt sich also wunderbar Tag für Tag nachverfolgen, was wir machen, was wir programmieren. Da kann man ziemlich live dabei sein. Ich deutete das gerade schon an. Also die Entwicklung selber ist unternehmensgetrieben. Das heißt also, die Entwickler sitzen hauptsächlich bei der eGroupware GmbH. Aus der Community selber wird relativ wenig Entwicklung beigesteuert. Es gibt ein paar Commits ab und zu von diversen Leuten. Könnte gerne mehr sein, keine Frage, aber die Basis ist halt erstmal, dass die eGroupware GmbH diese Anwendung entwickelt. Übersetzungen kommen, ich sag mal, in weiten Teilen aus der Community von ein paar Leuten, die dann zum Beispiel Französisch, Niederländisch oder was auch immer übersetzen. Wir entwickeln selber in Englisch. Die deutschen Übersetzungen, die übernehme ich dann in weiten Teilen. Und ich bin auch Ansprechpartner für Community-Übersetzer. Das heißt also, wer übersetzen möchte, will in eine andere Sprache und es kann, wendet sich einfach an mich. Es gibt einen Übersetzungsserver, es gibt ein extra Forum dafür, Anleitungen und so weiter. Da bin ich der richtige Ansprechpartner. Grundsätzlich entwickeln wir eGroupware als in einem Open-Core-Modell. Das heißt also, es gibt durchaus auch eine Business-Variante, eine kommerzielle Business-Variante, die noch weitere, im Regelfall Business-Funktionen beinhaltet und eben entsprechend im Bereich Support und Hosting erweitert ist. Das heißt also, neben dieser Enterprise-Version, neben dieser Business-Version arbeiten wir über Support, Auftragsprogrammierung, und wir bieten eben eGroupware als SaaS-Lösung komplett an, zum Beispiel auch mit Collabora Online oder Rocket Chat. Wir entwickeln die ganze Groupware-Lösung, ich sag mal, in weiten Bereichen eben komplett selber, aber manche Bereiche, die macht man einfach nicht besser selber. Also dazu zählt zum Beispiel ein Chat-System. Also wir binden ein Rocket Chat. Und wer sich sowas mal angeguckt hat, Rocket Chat oder in der Entwicklung, also das programmieren wir nicht nach, wir integrieren Rocket Chat.
lange auch integriert ist Collabora Online. Michael hat darüber ja gerade einen schönen Vortrag gehalten und das nochmal ziemlich breit dargestellt. Wir integrieren noch Guacamole, um ein Remote-RDP zu machen über ein Web-Frontend. Also gerade so für Homeoffice und Fernwartung ist das eine ganz interessante Geschichte. Ich habe drei Pünktchen drunter gemacht, weil im Prinzip man noch eine ganze Menge andere mehr Anwendungen integrieren kann, wenn man möchte, wenn man will, wenn man es braucht. Es gibt da ein paar Bedingungen zu und verschiedene Möglichkeiten, wie man die Dinge integrieren kann. Dazu gibt es auch einen Vortrag von den Kilux 2020. Da habe ich aufgezeigt, wie Jitsi und Apache Guacamole in eGroupware integriert sind, auch wie die technisch integriert sind und integriert werden können. Sollte man sich anschauen, falls man Webanwendungen hat, die man in die Groupware integrieren möchte. Betriebsmöglichkeiten von eGroupware selber. Es gibt, wie gesagt, eine Community-Version und eine EPL, also die Business-Version. Die Community-Version, die kann ich on-premises installieren, bei mir im Serverraum, im Rechenzentrum, in der Co-Location, bei meinem Hoster meines Vertrauens oder eben unterm Schreibtisch auf einem alten PC oder auf einem NAS per Docker, wie auch immer. Die Business-Version, die EPL-Version, die kann ich natürlich auch wieder on-premises installieren, betreiben, gleiche Bedingungen wie die Community Edition. Im Prinzip kann ich sie betreiben, wo auch immer ich möchte. Dort bieten wir, wie gesagt, aber eben auch das Ganze als Hosting-Lösung an, bei uns im Rechenzentrum, mit E-Mail, mit Administrationsintegration, ich sag mal einmal alles. Der Wechsel zwischen den Locations und den Versionen ist eigentlich auch jederzeit möglich. Das heißt also, wenn ich mal on-premises eine Zeit lang das betrieben habe, mein Serverraum will ich nicht mehr haben, ist es eigentlich auch überhaupt kein Problem, bei uns ins Hosting zu ziehen. Der Umzug, der ist auch normalerweise relativ. Man ist Herr der Sache. Was haben wir in eGroupware drin? Die Module. Wir haben einen E-Mail-Client, der erstmal einfach nur ein IMAP-Client ist mit beliebig vielen Konten, Drag-and-Drop, Sieve, Mailfilter, Abwesenheitsnotizen, wenn der Mail-Server das mitmacht und so weiter. Wir haben einen Kalender natürlich drin, Kontakte, Adressenverwaltung. Dann gibt es ein Modul, das nennt sich Infolog. Das ist die Abkürzung für Informationslogbuch. Das ist, ich sage mal, einfach gesagt, eine Aufgabenverwaltung. Aber eben, es gibt Informationstypen da drin und die kann ich selber deklarieren, Namen geben. Ich kann die Felder, die dort drin verwendet werden, wer darf die Felder sehen und so weiter, kann ich mir alles machen. Das heißt also, ich kann mir eigene Informationstypen schaffen, die dann bestimmte Bedingungen haben, zum Beispiel Pflichtfelder und so weiter. Das ist also mehr als nur eine Aufgabenverwaltung. Wir haben einen Dateimanager mit File-Sharing. Das ist auch ein ziemlich zentrales Thema bei uns, vor allen Dingen auch, weil wir Collabora Online integrieren. Der Michael hat es gesagt, Collabora Online benötigt ein File-Hosting. Und somit haben wir einen Dateimanager, wo draus wir auch Collabora Online zum Beispiel bedienen. Wir haben Kanban drin, wir haben ein Kanban-Modul, beziehungsweise das wird drin sein mit der 21.1 Small Part. Das ist ein Modul für videogestütztes Lernen. Auch neue Funktionalitäten in der 21.1, gibt es aber eben jetzt schon seit einem Jahr. Wir haben einen Projektmanager drin, ich sag mal, der so als Klammer über die ganzen Elemente, die eGroupware so bietet, dient. Inklusive Gantt-Chart, inklusive Termine mal eben mit der Maus hin und her schieben. Ein Ticketsystem haben wir eingebaut, auch mit Abfragen von Mailkonten, automatischem Anlegen von Tickets, Mail versenden, wenn ich da was reingeschrieben habe und so weiter.
ein Lesezeichenmodul, Zeiterfassung, also Stundenzettel kann man erfassen, die buchen auf ein Projekt oder auf ein Ticket oder was auch immer. Eine relativ ausgefeilte Ressourcenverwaltung haben wir. Wissensmanagement an sich haben wir noch alte Module, Wiki und eine Wissensdatenbank. Weiter geht's. Wir haben Videokonferenz eingebunden. Das musste natürlich auch letztes Jahr mal recht schnell gehen. Wir haben das im März mal fix gemacht und veröffentlicht außer der Reihe. Wir haben dann nämlich letztendlich Jitsi integriert. Man kann also innerhalb von eGroupware Videokonferenzen terminieren, direkt aufrufen oder was auch immer. Videokonferenz BBB-Integration ist auch mittlerweile reingekommen. Remote Desktop haben wir dann auch anfangs Corona eben veröffentlicht, um Unternehmen, sage ich mal, zu ermöglichen, die Leute nach Hause schicken. Darstellen. Dafür gleich auch noch ein paar Verweise auf diverse Vortragsvideos. Ich habe es schon angedeutet, ich will noch ein paar Sachen aufzählen, die wir, ich sag mal, seit dem letzten Release der 20.1 gemacht haben, weil im Prinzip haben wir ein Rolling Release. Wir haben zwar irgendwann so ein Major Release wie jetzt die 21.1, da kommen neue Sachen drin, größere, kleinere Dinge, aber in der Zeit zwischen den Major Releases bauen wir doch immer wieder neue Sachen ein, weil, ich sag mal, Kunden etwas haben wollen oder weil Anregungen aus der Community kommen. Da warten wir ja auch nicht jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr bis irgendwie zum nächsten Major Release, damit wir die Sachen da einbauen. Die werden einfach mit Updates eingebaut. Also ich sag mal, im Regelfall sind die auch recht unspektakulär. Hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit, hier noch ein Feld rein, da noch eine kleine Einstellung rein, das machen wir zwischendurch. Deswegen will ich die noch mal kurz durchgehen hier. Das ist sicherlich nicht vollständig, das ist das, was mir so auf die Schnelle eingefallen ist. Wir haben zum Beispiel zwischendurch einfach mal ein Adressbuch-Sharing eingeführt. Das heißt also, ich kann innerhalb der Organisation, ich habe mein Adressbuch oder mein Abteilungsadressbuch, da kann ich durchaus sagen, diese und jene Kontakte, teile die mal mit dem Benutzer. So kann ich jemandem anderen Kontaktdaten eben mal bereitstellen. Das haben wir zwischendurch eingebaut. Das war vielfacher Wunsch von verschiedenen Leuten. Machen wir einfach. Dann aus dem Adressbuch zum Beispiel, gerade wenn ich jetzt so eine Videokonferenz dort terminiert habe, kommt man ja immer wieder in die Situation, oh, ich finde die Mail nicht, ich finde den Link nicht mehr. Also können wir jetzt aus der eine Terminbenachrichtigung aus dem Kalendereintrag mal eben wieder versenden. Das heißt also, rechte Maustaste, Kontextmenü, Terminbenachrichtigung erneut versenden und dann geht die Mail raus, beziehungsweise man kann die dann gestalten und rausschicken. Videokonferenz habe ich schon gesagt, die Integration BBB haben wir auch so zwischendurch gemacht. Ist ein bisschen aufwendiger als Jitsi selber. Öffnen in eGroupware Tabs. eGroupware selber hat in der Oberfläche die einzelnen Module wie Kalender, E-Mail und so weiter in Tabs angeordnet. Und wenn man zum Beispiel im Adressbuch einen Benutzer
nimmt, kann man über ein Kontextmenü zum Beispiel eine sogenannte CRM-Ansicht sich anschauen. Das heißt, man hat den Benutzer mit seinen Kontaktdaten und bekommt dann zum Beispiel die Ansicht von einem Ticketsystem oder vom Infolog, um zu sehen, was hat der an Tickets offen und so weiter. Da sind wir jetzt in der Lage, wenn man so etwas öffnet, das in einem separaten Tab zu machen, damit man nicht jedes Mal immer wieder, wer weiß wohin, zurückspringen muss, sondern das wird in verschiedenen einzelnen Tabs noch geöffnet. Das ist erstmal eine technische Geschichte gewesen, das überhaupt zu ermöglichen. Jetzt ist das natürlich auch teilweise nutzbar, oder es ist nutzbar in der 21.1 mit der Telefonie-Integration. Wenn da einer anruft, da geht ein separater Tab mit dem Kontakt auf und ich bin in den anderen Tabs, wo ich gerade bin und fliege dort nicht aus dieser Maske raus. Wir haben auch Anwendungsentwickler, die für ihre eigenen Anwendungen mittlerweile das nutzen, dass man für bestimmte Funktionen eben eigene Tabs aufmacht. Wir haben zwischendurch, weil wir mittlerweile eigentlich auch eine Docker-Datenbank benutzen, nicht müssen, aber in der Standardinstallation machen wir das. Und um die besser zu administrieren, haben wir auch noch eine Konfiguration vorbereitet, um phpMyAdmin als Docker zu installieren und zu betreiben. Das haben wir auch zwischendurch mit ausgeliefert. Das ist nur eine Konfiguration, die man dann aktivieren muss und dann kann man sich das installieren. Wir haben einen Push-Server integriert, da sage ich auch gleich noch ein bisschen was dazu. Da ist irgendwann zwischendurch zum Beispiel eine Diagnostik eingebaut worden. Das heißt also, wenn die Frage ansteht, funktioniert mein Push, weil irgendwas anderes nicht funktioniert, mittlerweile gibt es da einen Knopf und dann prüft er das und dann stellt er das dar und gibt einen Status ab. Zwischenzeitlich haben wir ein Installationspaket veröffentlicht für einen Mail-Server. Ich hatte es eingangs gesagt, das Mail-Modul ist erstmal ein IMAP-Mail-Modul oder IMAP-Client-Modul. Wir haben in der Vergangenheit, wenn ein Kunde zum Beispiel einen eigenen Mail-Server betreiben wollte mit eGroupware drauf, haben wir ein UCS installiert mit dem Mail-Stack, haben darauf eGroupware betrieben, beides zusammen. Das kriegt man auch gut integriert. Man verwaltet das komplett eigentlich über eGroupware, neue Benutzer und so weiter. Wir haben aber doch einige Anwender, die nicht unbedingt jetzt ein UCS betreiben wollen, können, wie auch immer. Und ja, da haben wir letztendlich jetzt ein Installationspaket geschaffen mit einem Dovecot, mit einem entsprechenden Modul drin, dass der auch zum Beispiel Push kann. Wie gesagt, erkläre ich gleich noch was dazu. Man kann sich also auf einer bestehenden eGroupware-Installation, einer Standardinstallation, den Mail-Server schnell hinterher installieren. Das haben wir mal zwischendurch gemacht. Ich komme da gleich aber nochmal bei den Neuerungen drauf, weil das wollen wir nochmal ein bisschen pushen, das ganze Thema. Ich gehe bei uns im Forum hin und ich sage mal, wir machen zwischen 10 und 12 Updates im Jahr plus ein Major Release oder zwei. All das, was dazwischendurch kommt, sowohl die Hinweise auf die Fixes, aber eben auch die neuen Sachen, die schreibe ich bei uns im Forum hin, erstmal als Announcement, aber schreibe die auch rückwärts chronologisch in solche Artikel rein. Den habe ich hier unten verlinkt. Das ist schon der zweite Teil. Und da kann man so ein bisschen rückwärts lesen, was so an neuen Funktionen reingekommen ist. Also wer das so ein bisschen rückwärts schauen will, was die letzte Zeit reingekommen ist, das ist die richtige Stelle. Wie gesagt, der Artikel findet sich im Forum, ansonsten ist er hier verlinkt. Schnappt euch die Folien einfach und dann könnt ihr euch da durchklicken. Das soweit erstmal noch als Rückblick, was so vor dem letzten oder vor dem neuen Release so passiert ist. Neues in der 21.1. Wie gesagt, irgendwann die nächsten Wochen werden wir das veröffentlichen. Gibt noch keinen Termin. Ist halt fertig, wenn es fertig ist. Wir programmieren an der einen oder anderen Sache noch rum und testen. Aber der Funktionsumfang im Großen und Ganzen, der steht eigentlich fest. Zum einen, Small Part, haben wir seit der letzten Version drin, videogestütztes Lernen, wurde benutzt bisher an verschiedenen Bildungseinrichtungen. Dazu kommt jetzt in der 21.1 eine deutliche Erweiterung, weil in das Modul werden Single-Multiple-Choice-Fragen, offene Fragen für Tests und Prüfungen eingebaut. Im File-Sharing-Bereich, ich sagte es schon, wir haben Dateimanager auch mit File-Sharing. Da war es bisher eigentlich nur möglich, nach außen File-Sharing zu machen.
Jetzt ist es möglich, Freigaben innerhalb der IQP, also innerhalb der eigenen Organisation zu machen. Das heißt also, ein Mitarbeiter aus der einen Abteilung kann durchaus aus seinem Abteilungslaufwerk einen Ordner einem anderen Mitarbeiter scheren, weil das zum Beispiel ein Projektordner ist, wo mal zwei Abteilungen mal eben zusammenarbeiten müssen. Das können dann die Anwender eben selber machen. Da muss ich dann nicht über irgendwelche Verzeichnisrechte als Admin mir Gedanken drüber machen, wie die gemeinsam an die Daten kommen. Wir haben eingebaut den Dark Mode als Theme einfach. Den kann man lokal umschalten. Wir sehen das gleich noch. Wie gesagt, das Mail-Server-Installationspaket. Da ist ein Dovcod drauf, Push. Und vor allen Dingen eine sehr tiefe Integration in eGroupware. Das heißt also, den ganzen Mail-Server bediene ich über eGroupware. Da muss ich also nichts auf der Kommandozeile rumtouren, wenn das mal installiert und konfiguriert ist. Das mache ich von eGroupware aus. Dann gibt es noch eine ganze Menge kleinere Dinge, optische Dinge. Übersetzungen haben wir weiter betrieben. Und wie gesagt, es gibt auch laufend Neuerungen. Ich habe schon gesagt, wir entwickeln nach dem Open-Core-Modell. Und bei der 21.1 haben wir doch auch einen ziemlich großen Packen eigentlich an Dingen, die nur in der EPL-Version drin sind, Business-Funktionen. Ich möchte die hier trotzdem eben vorstellen, nicht sehr ausführlich. Dafür gibt es auch Webinare noch zu, aber ich möchte zumindest angesprochen haben. Und zwar führen wir ein Kanban-Board ein. Das war eine vielfache Anfrage von Kunden, Anwendern. Leute, wir verwalten die ganzen Aufgaben, machen Projektmanagement da drin, wir machen Vertrieb, wir brauchen ein Kanban-Board. Beziehungsweise wir hatten teilweise das Feedback von Kunden, hör mal, wir benutzen hier mittlerweile ein Kanban-Board, da müssen wir immer zweigleisig fahren, wir wollen das eigentlich alles lieber integriert haben. Jo, haben wir gemacht, Kanban-Board ist eingebaut. Ich finde es eine geniale Geschichte. Gucken wir uns gleich noch ein bisschen an. Da gibt es Videos zu. Also wer an Kanban interessiert ist oder überhaupt nicht weiß, was es ist, es gibt mehr Informationen. Ist eine tolle Sache. Telefonieintegration. Man konnte bisher auch eGroupware an Telefonanlagen anbinden. Aber ich sag mal, es gibt Cloud-Telefonieanlagen. Und wir haben jetzt angefangen, die wirklich tief zu integrieren. Erstmal mit einem festen Partner. Aber prinzipiell können wir jede Cloud-Telefonanlage anbinden, im Prinzip. Da gibt es nächste Woche auch noch ein Webinar zu. Ich sag mal, wer im Unternehmen telefonielastig ist, Vertrieb macht oder einfach nur protokollieren muss oder rückrufen will, Anrufbeantworter und so weiter, das ist wirklich eine interessante Sache. Dann wird es eine, wir nennen das eGroupware Firewall, hört sich jetzt viel an. eGroupware bietet ja einige Funktionalitäten, um die Zugänge sicher zu machen. Dazu kommt jetzt einfach noch eine Policy, damit man regeln kann, wenn man seine eGroupware natürlich im Internet zur Verfügung stellt, dass man draufkommt. Wir wollen auch noch eine IP-basierte Regel schaffen, dass man nur auf das System draufkommt, zum Beispiel, wenn man aus einem vertrauten Netz kommt, also ein Zweigstandort zum Beispiel. Oder man macht es von außen zu und macht es für eine Gruppe aber auf. Das heißt also, die ganzen internen Mitarbeiter, die theoretisch auf eGroupware Zugriff haben, haben dann nicht mehr von außen Zugriff, sondern nur ganz bestimmte. Und da kann man natürlich dann auch noch Zwei-Faktor-Authentifizierung vorschreiben. Der praktische Grund ist einfach, ich habe ein Unternehmen, da gibt es Trivialzugänge für irgendwelche Werksmitarbeiter, Fertigungskontrollen, Schichtleiter oder sonst irgendwas. Und theoretisch können die sich eben auch von außen anmelden. Und das soll eben in Zukunft verhindert werden. Das soweit zu diesen Business-Funktionen. Kurz etwas zu Smallpart. Es ist eine App, die ist innerhalb eGroupware entwickelt worden. Die wird automatisch mit installiert, wenn man sich eGroupware installiert. Die kann man jetzt innerhalb eGroupware nutzen, die kann man aber auch als separates Modul nutzen, integriert zum Beispiel in Moodle. Michael hat ja gerade gezeigt, wie man Collabora Online in Moodle integriert. Smallpart kann auch in Moodle integriert werden oder OLAT. Gibt eine Menge Anwendungsfälle. Ich muss das jetzt nicht nur im universitären Bereich sehen, sondern ich sag mal, rein theoretisch kann das auch die Fahrschule machen oder das Industrieunternehmen, was zum Beispiel seine Mitarbeiter mit Videos schulen will oder muss. Das Ganze kann man auch mit Tests verbinden und somit auch zum Beispiel einen Test bestehen müssen.
den dann eben entsprechend belegen. Also da gibt es eine breite Anwendungsmöglichkeit. Es gibt dazu eine Webseite und es gibt dazu auch einen Vortrag von mir, von den Chemnitzer Linux-Tagen zu diesem Thema. Da gibt es ein bisschen mehr Informationen darüber. Kleiner Screenshot dazu. Es gibt aber auch verschiedene Themes dazu. Das sieht dann schon unterschiedlich aus. Wir können das so machen, wie zum Beispiel die Universität das haben will, von der Optik und so weiter. Ich habe ein Video. Ich kann das Video durchgehen. Ich kann Kommentare reinschreiben, Fragen reinschreiben, Aufgaben dran schreiben. Es gibt einen Workshop dazu auf den Open Education Days am 24. April. Wer da Interesse dran hat, sollte sich dort anmelden. Erweitertes File-Sharing. Ganz kurz dazu. File-Sharing machen wir seit 2015 in eGroupware selber. Ich sagte es vorhin schon, es war nicht organisationsintern gedacht, sondern eben für außen, also um zum Beispiel einem Externen mal eben was bereitstellen zu können oder einem Externen einen Ordner bereitstellen, wo er was hochlädt. Wie gesagt, es ist jetzt intern verfügbar. Ich kann also in dem Dateimanager eines Mitarbeiters, der ich sag mal, Shares geschickt bekommen hat per E-Mail, bei sich im Dateimanager habe ich hier auf dem Screenshot zum Beispiel einen Ordner eingehängt oder eine einzelne Datei. Das geht mit Ordnern und Dateien. Dark Mode haben wir integriert. Wir haben oben rechts in der Ecke so einen Button, da kann man das mal eben hin und her schalten. Aber normalerweise reagiert das eben auch auf die Einstellungen des Betriebssystems oder des Browsers. Sollte normalerweise also auch automatisch funktionieren. Das Ganze kann ich wieder in den Einstellungen für mich als Benutzer standardmäßig ein- oder ausschalten. Ich kann das für alle Benutzer ein- oder aus oder auf Auto stellen, wie ich das möchte. Ja, das ist mal ein so ein Screenshot dazu. Wir fallen gerade noch so ein bisschen an den Farben und an den Helligkeiten. Ja, der Mail-Server. Ich habe vorhin schon da einiges dazu erzählt. Da gibt es auch einen Forenartikel von mir dazu. Der ist dort unten verlinkt, der das mal noch ein bisschen einfacher erklärt. Wie gesagt, habe ich eine Standardinstallation und betreibe die mit eGroupware, dann ist es im Prinzip nur noch ein Apt-Install eGroupware Mail. Dann läuft das. Im Kalender haben wir ein bisschen umsortiert. Wir haben die Suchleiste nach oben geschoben in den Kopf und auch die Auswahl der Favoriten. Wer eGroupware so ein bisschen kennt, der weiß, dass er normalerweise die Seitenleiste wegklappen kann. Das war beim Kalender immer ein bisschen schwierig, weil man ja auch mal an die Suche dran wollte, Einstellungen machen konnte, Favoriten, wenn man die eingestellt hat, drankommen wollte. Das haben wir mit nach oben genommen, sodass man die Seitenleiste eben auch umklappen kann und die Breite auch weiter nutzen kann. Im Kalender haben wir noch ein paar Button eingebaut, weil wir im Kalender auch einblenden, zum Beispiel Telefonanrufe, Aufgaben. Das sind so Sachen dann aus der EPL, aber eben auch zum Beispiel Videokonferenzen. Die werden dort eingeblendet. Und die kann ich jetzt hier mit den Ein- und Ausschaltern ein- und ausschalten, weil ich sag mal, wenn ich viel mache, habe ich den Kalender natürlich voll und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich kann es mir eben wegschalten. Wir haben die letzten Tage die Restarbeiten für PHP 7.4 gemacht. Wir haben normalerweise 7.3 irgendwas die letzte Zeit gearbeitet im Docker-Container. 7.4 laufen wir aktuell und arbeiten an der 8.0. Wir werden die 21.1 vermutlich im Docker-Container mit 7.4 ausliefern. Aber für Leute, die eben nicht in Docker installieren, die 7.4 sollte jetzt auch, ich sag mal, vernünftig funktionieren. Ansonsten machen wir ja standardmäßig eine Docker-Installation. Ich sag mal, da ist uns halt wichtig, dass wir PHP genauso wie die Datenbank, den Webserver, den Reverse-Proxy, alles andere fixe Versionen haben, damit wir da darauf programmieren können nach Möglichkeit. Deswegen setzen wir da auch Docker ein. Braucht aber auch keiner Furcht vorhaben. Ich sag mal, in einem laufenden System hat man mit Docker normalerweise da nicht viel zu tun. Wie gesagt, BBB-Integration haben wir drin. Jetzt kommt dazu mit der 21.1. Ich kann ja in BBB ein Recording machen. Ihr kennt alle den Button vielleicht oben von Start Recording. In dem Termin, wo ich das terminiert habe,
Da gibt es jetzt im Kontextmenü Recordings. Da geht ein kleines Fenster auf und da kann ich mir letztendlich dann die Aufnahme direkt anschauen. Da sieht man noch so einen kleinen Screenshot mit der Liste. Da klicke ich da drauf und dann kann ich diese Aufnahme dort anschauen. Sollte eigentlich generisch sein, diese Funktion. Müsste eigentlich mit jedem BBB funktionieren. Im Zweifelsfall funktioniert das mit Sicherheit mit unserem Partner, das ist bbbserver.de. Die möchte ich auch an der Stelle empfehlen. Mit denen zusammen funktioniert das auf jeden Fall. Eine Menge Kleinigkeiten noch. Wir konnten bisher in unserem Dateimanager externe Freigaben, Verzeichnisse, Shares, Mounten, SMB konnten wir machen, lokale Verzeichnisse, FDP. Ich sage mal gerade das Mounten von SMB in einem Unternehmen oder ich sage mal auch im Privatbereich. Ich habe in meiner E-Groupware habe ich von meinem NAS zwei Verzeichnisse in unsere Familiengruppe gemountet mit Videos und Fotos. Das heißt also, man kann von unterwegs auch an die Fotos zum Beispiel dran. Dazu kommt jetzt, ich kann WebDAV-Ressourcen mounten. Das heißt also zum Beispiel WebDAV einer anderen E-Groupware oder von einem anderen File-Sharing-System kann ich reinmounten in den Dateimanager von E-Groupware und kann über E-Groupware dann auf diese Daten zugreifen. Dazu gibt es auch im Forum einen längeren Artikel von mir. Collabora Online wurde die Tage veröffentlicht in der Version 6.4.7. Ja, Draw ist da reingekommen, habe ich lange drauf gewartet, ist einer meiner Lieblingswerkzeuge und es ist jetzt endlich in der Online-Version. Die Release-Notes dazu sind hier nochmal verlinkt. Wir als File-Hoster E-Groupware müssen natürlich dann auch Vorkehrungen treffen, zum Beispiel eben, dass das Dateihandling für ODG-Dateien und die anderen, die da dranhängen, entsprechend verarbeitet wird. Das heißt also, dass beim Öffnen in E-Groupware auch das richtige Programm aufgeht. Ich sehe schon, die Zeit läuft ein wenig weg. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Wir haben was gemacht bei den E-Mail-Adressen, bei der Adressierung. Das ist jetzt flexibel einstellbar. Push, ganz wichtig, wir bieten seit einiger Zeit in der Standardinstallation einen Push-Service. Das heißt also, wenn ich einen geeigneten Mail-Server habe, zum Beispiel den E-Groupware-Mail-Server, und da kommt eine Mail rein, wird das sofort im Web-Frontend angezeigt. Wenn ich in den Adressen bin und jemand schreibt dort eine Adresse rein oder ändert die, wird die bei mir auch sofort angezeigt. Wenn im Kanban-Board jemand eine Karte verschiebt, dann sehe ich das auch bei mir sofort. Das heißt also, Änderungen auf dem E-Groupware-Server werden sofort zum Client gepusht. Ich gehe ganz schnell die EPL-Funktionen durch. Wie gesagt, ihr könnt die Folien auch ganz in Ruhe noch durchgucken. Kanban haben wir integriert. Mal so einen kleinen optischen Eindruck davon. Es gibt Automatisierungen da drin. Wie kommen die Karten da rein und was passiert, wenn ich Karten bewege? Beides kann ich automatisieren, was dann passiert. Ich kann ein Ticketsystem betreiben und wenn in einem Ticketsystem in einer Queue ein Ticket reinkommt, kann ich das automatisch hier reinlaufen lassen. Dazu gibt es ein Webinar und auch eine gute Webseite von uns für weitere Informationen. Telefonieintegration. Wir machen Anbindungen an Telefonanlagen. Da kann ich dann natürlich aus E-Groupware wählen. Wenn jemand anruft, die CMM-View geht auf, aber ich kann auch einen Anrufbeantworter abhören, ich kann einen Stundenzettel aus Anrufen machen und so weiter. Besetztanzeige habe ich dort drin. Dazu gibt es nächste Woche, wie gesagt, ein Webinar. Zu der Firewall sage ich jetzt nicht mehr allzu viel, habe ich vorhin schon was zu gesagt. Ich will einfach bei einer veröffentlichten E-Groupware noch weiter reglementieren können, wer sich überhaupt von außen anmelden kann und darf. E-Groupware ausprobieren. Gibt ein Live-Demo, kann man jederzeit drauf. Wir können gerne auch in unserem Hosting eine Instanz einrichten. Die läuft normal 30 Tage, geht auch etwas länger. Ich kann es auf UCS installieren. Eigeninstallation ist beschrieben in GitHub-Wiki. Erster Anlaufpunkt für die Community immer noch das Forum. Da gibt es Announcement, Extended Release Notes.
Und da wird einem auch geholfen, wenn man ein Problem hat. Dann die Webseite, GitHub. Wir sind vertreten auf Twitter und so weiter. Es gibt diverse Flyer. Diverse Vorträge. Ich habe die letzte Zeit einige Vorträge gehalten, unter anderem auch zum Beispiel für LibreOffice Online, Jitsi und so weiter. Ist alles hier verlinkt. Eine Minute überzogen. Ja, ich bin Alles fertig. genau, ja. Ja, super. Gut, ich musste jetzt ein bisschen schnell machen. Das hatte ich schon befürchtet. Aber dafür sind die Folien da mit den ganzen Links, damit man das nochmal in Ruhe durchgehen kann und ihr zum Beispiel auch andere Webinare oder Vorträge euch nochmal in Ruhe anschauen könnt. Musst du aufschreiben, oder dann müsst ihr ihn Perfekt. aufschreiben. Eben wie du schon erwähnt hast, einerseits im Forum, beziehungsweise andererseits dann auf Pre-Talks gibt es dann die Folien zum Nachschauen. Genau, dort werde ich die gleich noch hochladen. Eine Frage war im Chat. Bitte, falls es noch Fragen gibt, die unbedingt stellen. Ich lese sie mal vor. Und zwar geht es da um die Übersetzungen. Welche Plattformen wird da bei LibreOffice bzw. bei eGroupware verwendet? Beispiel ist zum Beispiel Transifex, das irgendwo verwendet wird. Willst du dazu etwas sagen? Ja, LibreOffice nutzt, glaube ich, Transiflex, bin ich jetzt gerade gar nicht sicher. Für LibreOffice Online ist es ein anderes System. Da guckt man am besten mal auf GitHub. Bei eGroupware selber ist es, ich sage mal, ein bisschen veraltet. Wir haben also die Übersetzungstools werden mit eGroupware normalerweise, kann man die mit installieren. Betreiben einfach einen Server, einen Translation-Server. Da gebe ich den Leuten, die übersetzen wollen, einfach einen Zugriff drauf. Die machen die Übersetzungen in einfachen, also ich sage mal, pro Modul habe ich den englischen Begriff, ich übersetze das in meine Sprache, drücke Speichern, fertig. Und dann übernehmen wir diese Übersetzung. Wir benutzen da also kein Werkzeug wie Transiflex. Werden wir vielleicht irgendwann mal machen, das Ganze umbauen, aber das haben wir bisher noch nicht gemacht. Das heißt also, ich gebe dort Zugriff, man macht die Übersetzung und gut ist. Man kann das, wie gesagt, in seiner lokalen Installation mit installieren und das dort machen und zum Beispiel auch die Änderungen einreichen über einen Pull-Request auf GitHub. Kleinigkeiten nehme ich auch gerne mal per E-Mail an und reiche das dann eben entsprechend rein. Aber wie gesagt, einfach Mail an mich und dann kümmere ich mich drum. Ach so, zu den Übersetzungen. Ich sag mal, wenn man jetzt eine eigene Installation hat und Begrifflichkeiten zum Beispiel nicht ganz zu einem passen oder zum Unternehmen oder so. Also eGroupware selber bietet die Möglichkeit, eigene Übersetzungen standardmäßig anzulegen, sodass ich zum Beispiel hier Kanban. Wer das kennt, weiß, es gibt Swimlanes. Ich habe mich aber dafür entschieden, das trotzdem in Deutsch in Schwimmbahnen zu übersetzen, weil das ist so 50-50. Wenn man so guckt, die einen sagen Schwimmbahn, die anderen Swimlane. Ich habe es im Deutschen nach Schwimmbahn übersetzt. Wenn ich jetzt Anwender bin und sage, was will der mit Schwimmbahn? Das heißt bei uns Swimlanes. Da gibt es eine Stelle, da schreibe ich das rein und dann zeigt er in Zukunft das für meine Installation in dem Begriff an. Genauso ein Ticketsystem, Tracker, Verfolgungssystem. Das heißt bei jedem anders. Man kann das dort auch für sich dann eben entsprechend ändern, damit man den Sprachgebrauch in seinem Unternehmen, in seiner Organisation abbilden kann. Ja, also so viel zu den Übersetzungen. Es gibt die Standardübersetzungen, da nehmen wir jede Hilfe gerne an und man kann eigene Begriffe oder bestimmte Stellen für sich übersetzen, um das seinem eigenen Sprachgebrauch anzupassen. Ja, danke für die ausführliche Antwort. Für Feedback zum Vortrag gibt es im IRC-Chat schon einen Link. Und falls es noch Fragen gibt, die jetzt bitte stellen. In der Zwischenzeit sage ich mal, was die nächsten Vorträge sind. In der Session 2 kommt jetzt dann Emacs Org Mode Features You May Not Know und im Saal 3 Datensicherheit. Und im Saal 1 moderne Lichttechnik. Schauen wir mal. Derweil keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich nochmal für deinen Vortrag, Stefan. Danke, gerne. Und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, auch allen Zuhörern und dir, Georg, schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.